Und das hier ist der Hunger. Mhm, ja, haben wir jetzt. Ja. Und wisst ihr was? Wir haben uns hier jetzt eine kleine Auszeit genommen. Und zwar sind wir jetzt hier in Wolfegg. Da waren wir übrigens schon mal im Mai, gell? So zum Muttertag ungefähr. Da haben wir auch ein Video drüber gedreht. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Es ist wunderschön hier. Heute haben wir einen ganz tollen Tag. Es ist Herbst, wir haben Sonntag. Und wir sitzen draußen. Und wisst ihr, was das Kälteste ist? Das Kälteste ist meine Cola. Ja, wir wollen hier nämlich unsere Dichtigkeitsprüfung machen lassen. Und das also nicht hier in Wolfegg, sondern in Bad Waldsee. Ja, genau. Und das haben wir ja schon mal gesagt in einem Video, dass wir gerne solche Verpflichtungen oder Termine mit einem Ausflug verbinden. Und es ist uns jetzt hier wieder gelungen. Ja, genau. Das sieht doch mal lecker aus, oder? Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Josch! Sammelknödel, Rotkraut, Preiselbeere. Ich lasse es mir jetzt einfach gut gehen. Und als Franke isst man auch gerne Schwäbisch. Josi, schaut auch gut aus. Ja, Linse mit Spätzle und Seidewürstle. Auf Deutsch oder Hochdeutsch Wienerle oder Frankfurter oder so irgendwas, gell? Alles aufgegessen. Das Wetter müsste eigentlich normal schön bleiben. Und war echt lecker. Hat wunderbar geschmeckt. Bei wunderschönem Wetter sind wir schon am Tag zuvor angereist, denn Wolfegg liegt ca. 10 Kilometer von Bad Waldsee entfernt, bietet einen wunderbaren Stellplatz an für 7 Euro die Nacht und alles ist vorhanden. Vor dem Mittagessen ging es zunächst mal am Gasthof zur Post vorbei. Und zwar wollten wir nochmals zum Aussichtspunkt Sü fahren.
nächsten Tag ging es dann weiter zu unserem eigentlichen Ziel dieser Reise, nämlich die Firma Hümer in Bad Waldsee. Zum Termin. Ja, in Bad Waldsee natürlich. Und jeder, der ein Hümer-Fahrzeug hat und das hat er in Bad Waldsee gekauft, der weiß auch, wo wir sitzen. Genau, bei Hümer. Ja, und man trifft da immer wieder Leute, die man auch von YouTube kennt. Gestern haben wir die Dollmanns getroffen. Jawohl, hallo, ihr zwei. Das war richtig nett. Wir hatten einen schönen Nachmittag miteinander verbracht. Ja. Und so verging dann die Zeit doch einigermaßen relativ schnell. Sagen wir mal so, ja. Also und eigentlich haben wir uns angemeldet zur Dichtigkeitsprüfung. Ja. Aber es kommt ja immer was dazu. Also unsere Tür hat immer nicht richtig geschlossen. Das wird jetzt hier hoffentlich auch behoben. Und dann haben wir auch gleich die alte Heizung, also unsere Warmwasserheizung. Da muss diese Kühlflüssigkeit muss immer wieder ausgetauscht werden. Und das ist kein billiges Vergnügen. Aber was soll's, das müssen wir dann auch machen lassen. Und auch das haben wir jetzt gleich in Auftrag gegeben. Und Gott sei Dank ist man immer so flexibel, dass das hier mit eingebaut wird. Nicht eingebaut, sondern ausgetauscht, oder? Die Flüssigkeit. Ja, aber der im Auftrag mit eingebaut wird. Ja. Ja, obwohl es immer heißt, wir haben keine Zeit, aber dann haben sie es doch gemacht. Ja. Das ist das Schöne am Bad Waldsee. Ja, geht ja auch ganz gut. Ja, und man sitzt da hier ganz bequem. Ja, ist halt wie gesagt immer etwas lang, sind viele, viele Stunden. Aber wenn man natürlich jemanden trifft und ein wenig Geschwätzle halten kann, dann geht's. Also es gibt auf jeden Fall keinen Stellplatz, den wir schon so häufig angefahren haben wie vor der Werkstatt in Bad Waldsee. Das ist unser Stellplatz, wo wir am meisten gestanden sind. Ja, ja. Und früh am Morgen ist es ja auch schon recht lebhaft hier auf der Straße. Jawohl. Und dann habe ich mich auch noch schlau gemacht wegen alternativen Stromanschluss oder Batterieladen, also Bordbatterieladen. Aber das kommt dann später, wenn wir von hier wieder weg sind. Mhm, genau. Wird spannend. Ja, für mich weniger. Ja, halt für die Techniker unter euch wahrscheinlich. Die Ossi erwartet einfach, dass das alles funktioniert. Ja. Ja, klar, oder? Ja, aber dafür muss man halt was tun. Ja. Das kommt jetzt dann anschließend. So, und ich denke, mir warte jetzt noch, bis alles soweit fertig ist. Dauert ungefähr 4 Stunden allein, bis diese Flüssigkeit von der alten Heizung ausgetauscht ist. Mhm. Wie gesagt, in der Beschreibung steht bei uns, man sollte es jedes Jahr machen lassen. Aber das ist ein irrer Aufwand, 4 Stunden. Und vor allen Dingen sind es auch Kosten. Also es wird geschätzt so von Hümer, dass es 600 bis 650 Euro kostet. Oh, ich dachte 500. Ja, das war die erste Eingangsschätzung. Danach ist es teurer geworden, ja. Wir werden sehen, was wir schlussendlich bezahlen dafür und wir werden euch dann nach der Abfahrt auf dem Laufenden halten. Ja, genau so machen wir es, gell? So, und ihr könnt jetzt nur euch zurücklehnen. Für euch dauert es wieder bloß ein paar Sekunden und für uns dauert es jetzt wieder ein paar Stunden, bis wir weiterkommen. So wird es sein. Aber die Sonne lacht. Aber vielleicht kommt auch noch mal heute, sie blendet jetzt gerade, aber vielleicht kommt noch jemand vorbei und wir können dann noch mal ein Pläuschle halten. Genau. Was gibt's da? Oh, das schütte ich hier raus. Euro. 2 Gläser. Die Ussi, das sind Silvi-Gläser. Aber ich will keine. Ich habe keine Lust, dass das Zeug hier irgendwo im Gustel an der Decke hängt. Also ich finde sie ja nicht schlecht, aber... Ja, guck mal, wenn man das da...
Da schüttet man ja alles raus, oder? Ja, also. Also mich überzeugt das überhaupt nicht. Was ist und so für alles, gegen alles Neue? Wenn das Alte bewährt ist, warum brauche ich dann was Neues? Naja. Oh. Das ist ja wahnsinnig fest. Das ist ja krass. Hoppala. Also ein Zweierset Weinglas für 50 Euro ist ein stolzer Preis. Da können wir bei uns da können wir viele 20, neue 20 Gläser, kaufen. Glaube ich, kaputt gehen. Ja, da haben wir den Preis erreicht. Aber ist zumindest eine Idee. Also ich. Ja, eine Idee. Finde es nicht so schlecht, ja. Wo die Ossi. Nein, ja. Ich mag es nicht. Okay, muss es so sein. Muss man auch nicht wollen, das Plastikgeschirr. Ja, brauchen wir auch. Wir haben alles Porzellan. Ist doch Plastik, oder? Ja, ja, klar. Ja, das. Klar. Ja. Logisch. Nee, kommt bei uns nicht rein. Nein. Auch keine Plastikgläser. Nee, da schmeckt ja schon gar nichts. Nee. Das Plastik, ja. Boah. Nee. Dann lieber Magnetgläser. Nein, unsere Gläser. 0815, es reicht. Und es klingt schön. Ja, ja, klingend und sehr schön. Und deswegen behalten wir die auch. Und Plastikgeschirr wollen wir auch nicht, nee. Nee, haben wir doch jetzt gerade gesagt. Ja, ich habe bloß geschaut, ob das noch alles Plastik ist. Ja. Uzi, was haben wir hier? Ja, ich glaube, da brauche ich was. So, solche Körbchen da. Die sind äußerst praktisch. Wir haben schon drei in Einsatz, einen großen und zwei kleine. Ja, und jetzt schaue ich mal, ob ich hier noch das Richtige für mich finde. Mal schauen, vielleicht finde ich was. Okay. Man könnte manchmal auch den Verdacht haben, dass die Reparaturen zu lang brauchen, damit die Leute noch Zubehör einkaufen, muss ich. Das ist schon möglich, ja. Mal schauen. Wie groß die Tasche ist. Also die Leute lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Campersocke und gleich noch für Wald und Natur. Lustig, lustig. Ja, in dem Bereich da hinten waren wir auch mal. Über 5 Jahre ist her, Ossi. Ja, und da wird es bestimmt auch bald wieder strahlende Gesichter geben. Ja, ist ja auch was Wunderbares. Es gibt ja sogar noch Fahrzeuge zum Kaufen. Ja, will man mal angucken. Mit dem neuen, nee, das ist Mercedes. Ja, hier gibt es halt Bad, also die Dusche und Toilette in einem, aber ist groß. Ja, ist 6,99 Euro. Ah ja, ist halt etwas, was dir nicht so gefällt. Nein. Obwohl so, ach, ich weiß nicht, hat, so schlecht ist es nicht. Aber es hat halt Querbette, was mich jetzt auch wieder nicht stören würde, weil ich ja mich nach hinten kuscheln würde. Ja, schön groß, ja? Der Fernseher hier im Eingangsbereich. Ja, das würde uns ja entgegenkommen. Richtig. Aber wieder einen Hühner-Mini-Tisch. Naja, der ist aber größer als unser.
Kühlschrank mit, ja, mit Gefrierfach. Ja. Ja, für uns täte das vollkommen ausreichen. Kleiderschrank. Ja. Und tu mal kurz die Kamera ins Bad reinhalten. Damit du das siehst. Also, ich finde ausreichend. Ich finde, wir bleiben bei uns im Büstel. Das sowieso. Aber informieren kann man sich ja immer mal, was so eventuell Neues auf dem Markt ist. Sie kriegen es einfach nicht hin, dass die Tür weiter aufgeht. Sie kriegen es nicht hin bei Hümer. Aber die Fächer, die jetzt da drinnen sind, die schauen ja wirklich nicht schlecht aus. Da kriegt man was unterseitlich. Sind wir jetzt in einer Größenordnung, die alternativ möglich wäre, mit 7,89 Meter, Gesamthöhe 2,96 Meter. Preis ist noch ein bisschen stark, aber immerhin noch unter 200.000. Natürlich geht die Garagentüre nur 90 Grad auf, das ist ja ein bisschen mehr wie 90 Grad, aber wäre ja natürlich wieder verdammt eng. Das ist das Markenzeichen von Hümer, ja. Die. Mehr geht da nicht. Ist das, kann das, das sein? Ist wahrscheinlich ein Dingerbett zum Versinken, ja. Ja. Also das wäre dann sonst so nichts für uns. Nee, macht ja keinen Sinn. 7,83 ist schon mal schön, aber wir schauen trotzdem mal rein. Ja, reingucken kann man, ja. Reingucken kann man, ganz unverbindlich. Sowieso. Und ein Wohnmobil mit einer Heckgaragentür, die sich nicht weiter öffnen lässt, der käme sonst so nicht mehr in Frage. So ist es. Außer Sie müssten es total umbauen für uns. So. Ah, das ist ein Queensbett. Das wäre sowieso nichts für uns. Einzelbetten sind einfach vorteilhafter, vor allem wenn man frei steht, weil man immer gut rausschauen kann. Gell, Rosi? Jojo. Und was mir nicht gefällt, ist die Dusche da im Schlafbereich. Gut, ein leichter Vorhang ist da. Ja, so ein komisches Plissé. Sogar mit Klimaanlage schon mal her. Plissé ist da, also das ist ja nichts. Naja. Ach, da ist noch ein zweites. Tschüss. Ah ja. Ins Bett. Ja. Ja, wer es mag, warum nicht? Ja. Es ist halt, wenn Nacht was ist, man tut sich schwer beim Rausschauen. Und es ist eigentlich mir schon wichtig. Oder sieht ihr auch? Nein, weil du weißt ja, ich schaue. Wenn du aufwachst, ja. Ja, das Bad ist ganz okay. Aber wegen ein dunkles Holz. Findest du das? Ja, aber das gibt's vielleicht auch noch heller. Mhm. Und hier die Dusche. Ja, okay. Mit Hubbett. Küchenbereich nicht schlecht. Aber auch nicht anders als unserer. Was? Küchenbereich. Natürlich ist der anders, total anders. Ja, aber von der Größe her. Fernseher ist hier untergebracht, da wollte man eigentlich nicht haben. Wir haben ihn lieber hier. Das ist alles Geschmackssache. Ja? Natürlich. Und dann haben wir hier das Mercedes-Cockpit und das ist natürlich schon ziemlich weit nach vorne. Diese Mercedes-Vorbauten, die sind halt ziemlich ausladend. Ja, Sie?
Sieht so aus, ist dann halt ein wenig schwierig zum Saubermachen. Gehe ich davon aus. Wir wissen es nicht. Ja, ich habe hier so einen noch nie sauber gemacht, aber mir reicht es schon im Rüstel. Auf jeden Fall. Es ist immer etwas kompliziert, überall hinzukommen. Keine Alternative zu unserem Rüstel. Nein. Definitiv. Nicht. Was manchmal für uns praktisch wäre, das wäre dann so ein Offroader. Naja, aber bis jetzt hat Gustl ja alles gemeistert. Ja. Die Feldwege in Schweden und die Wüste in Spanien, die hätten wir mit ihm da leichter bewältigen können. Ja, auf jeden Fall, ja. Ist doch super, oder? Genau das machen wir heute. Mir schaffet nichts. Also Glesana wird jetzt auch von der Firma Hümer eingebaut. Aber wir für uns haben ja erstmal entschieden, dass wir nichts machen. Nee, wir bleiben jetzt noch momentan bei unserer Kassettenlösung. Und bisher haben wir eigentlich keinerlei Probleme gehabt, die zu entleeren. Und jetzt schauen wir mal weiter. Zumal wir ja immer eine Ersatzkassette dabei haben. Mhm. Und die kam noch nie zum Einsatz. Nein, wir hatten halt auch einfach nur gedacht, weil es ist manchmal schon lästig, wenn man irgendwo ist und steht. Und dann muss man immer wieder suchen, wo können wir entleeren und alles. Aber okay. Jetzt lassen wir es erstmal, wie es ist. Genau. Wie es in ein, zwei Jahren ausschaut. Eben. Das sehen wir dann. Genau so ist es. Aber wir haben es vorgestellt und das System, ja, das ist, schon ist eine Alternative. Ja, also, aber im Moment warten wir noch ein bisschen. Genau. Und da sind wir jetzt in der Touring-Ausstellung. Könnten wir sowas an unseren Gustl dranhängen, Ossi, oder? Für was? Unser Gustl ist groß genug, wir brauchen nicht noch mehr Platz. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Kuscheliger Sitzbank. Ein Doppelbett. Also ich glaube nicht, dass wir umsteigen. Warum? Die Sitzbank ist doch kuschelig. Ja, Toilette ist ja auch vorhanden. Jawohl. In dem alten ist eine größere Sitzgelegenheit drin als in dem neuen da vorne. Ja, dafür eine geringere Schlafmöglichkeit. Nö, es sind zwei Betten. Ja, aber oben und unten. Ja. Etagenbett. Solche alte Dinger, die haben schon was. Dafür empfehlen wir das Erwin Hümer Museum. Ja, lohnt sich, das anzuschauen.
Und endlich sind wir wieder in unserem Güssel. Und er sticht. Ja. Und was wir jetzt auf jeden Fall gleich mit haben machen lassen, das ist diese... Das alte System, ja, also das Austauschen, diese Flüssigkeit austauschen, alte Flüssigkeit austauschen, haben wir lassen und da gehen 25 Liter rein. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Mhm. Es ist jetzt übrigens, so ist uns gesagt worden, eine neue Flüssigkeit, also die ist wohl nochmal verbessert worden und jetzt haben wir dann die neueste drinnen, die ist rot. Und 25 Liter hat gekostet mit Durchblas. Also man kann das ja nicht selber machen. Ich wollte das eigentlich selber machen, aber das muss wohl durchgespült werden, dass die alte rausgespült wird. Dann muss es durchgeblasen werden, dann muss die neue eingefüllt werden und auch gleich wieder entlüftet werden. Das ist wohl alles gemacht worden. Hat gekostet mit Rabatt von 30 Euro. 546,22 Euro. Ja, und da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf, also 650 Euro. Dafür haben wir jetzt die nächsten 5 Jahre wieder Ruhe. Richtig, das brauchen wir jetzt die nächsten 5 Jahre nicht mehr machen. Und das sollte natürlich, also ich bin der Meinung, oder wir sind beide der Meinung, Service-Einrichtungen müssen wahrgenommen werden, weil dann vermeidet man Ärger während der Fahrt. Also wir hoffen es einmal, ja. Also es wurde uns jetzt zugesichert, dass der Gustl jetzt wieder... schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, und heizt wie ein Schäfchen, ne? Oder wie heißt er? Keine Ahnung, ob es da ein Ausdruck ist. Hat ja alles einwandfrei funktioniert, ja. aber wie gesagt, irgendwann hätte es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Ja. Wir haben es auf jeden Fall machen lassen, die nächsten 5 Jahre ist Ruhe. Ja, genau. So. Ja, und wer sagt denn so, Wohnmobil fahren ist kein billiges Vergnügen. Nein, natürlich nicht, aber im Hotel übernachten ist erstens einmal nicht so schön und zum zweiten noch teurer. Jo, zumindest jede Nacht. Wir fahren jetzt auf einen kostenlosen Stellplatz und da sparen wir uns für die 850 Euro, was wir ausgemacht haben, sparen wir uns jetzt wieder an Stellplatzgebühren ein. Genau. Die haben ganz schön aufgeheizt, gell? Ja. Jetzt haben wir, 30 Grad haben wir hier drin. Mir wird es verdammt warm. Ja. Also erstmal frische Luft. Ja, und dann fahren wir weiter. Genau. So, dieser Tag ist vorbei. Der Reparaturtag. Ja. Und wir haben auch Informationen zu unserer Bauerstation bekommen, fachkundige Informationen. Darüber mache ich aber ein extra Video. Ja. Ja. Und wichtig war uns auch, dass die alte Heizung gemacht ist. Der ganze Spaß hat zwar wieder 850 Euro gekostet, aber wer sagt, dass Wohnmobilurlaub ein billiger Urlaub ist, der landet spätestens dann, wenn er ein Wohnmobil hat. Ja, genau. und nichts selber machen kann, ja? Weil wir lassen das fachmännisch machen und das ist ja auch okay so. Ja, genau. Ja? Und jetzt sind wir in Erbach, das ist direkt an der Donau. Donau, ja. Ja? Wir schauen mal, ob wir das da irgendwie einblenden können. Da ist ein wunderbarer, kostenloser Stellplatz, kurz vor Neu-Ulm. Da waren wir schon mal gestanden nach einem Besuch bei Hümmer. Ja. Und da fahren wir morgen relaxed nach Hause und verbringen heute noch einen schönen Abend hier. Und wenn es euch gefallen hat? Ja, dann, wie üblich, wir freuen uns über einen Daumen. Jawohl. Und ja, schreibt uns einen Kommentar, wenn es was dazu zu sagen gibt. Ja, genau. Und ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis demnächst wieder. Wir hatten auf jeden Fall ein paar schöne, interessante Tage wieder mal hinter uns. Ja. Also, ciao. Tschüss.